Und von nun an geht's bergauf. Vor 100 Jahren ist die Dachstein-Südwand erstmals bestiegen worden. Und zwar von den legendären Steiner-Brüdern. Zum Jubiläum gibt's jetzt eine aufwendig gedrehte Dokumentation aus unserem ORF-Landesstudio Steiermark. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen und geben einen Vorgeschmack auf atemberaubende Bilder. Es sind ebenso atemberaubende wie farbenprächtige Bilder, die diese Dokumentation über den Dachstein bietet. Der Zuschauer wird in die faszinierende Gletscherwelt des Dachstein entführt, begibt sich auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert, als hier die Geheimprotestanten verfolgt wurden, und erlebt als zentrales Element des Films die Durchsteigung der Südwand mit, die Regisseur Gernot Lercher im Einst und Jetzt inszeniert. Unsere zwei Bergsteiger, der Abi und der Hans, haben sich bereit erklärt, auch in den historischen Gewändern von damals mit den berühmten Stiegelstecken, mit den alten Schuhen und mit dem alten Seil zu klettern. So, als würden sie sich einfach zurückversetzen in die Zeit von damals, denn sie durchsteigen diese Wand für uns auch im modernen Kletterkleid. Und der technische Aufwand, den Gernot Lercher und sein Team betreiben, um möglichst spannende und authentische Kletterszenen zu drehen, ist enorm. So wurde direkt am 500 Meter hohen Abgrund ein 10 Meter langer Kamerakran errichtet, um die Steiner-Brüder Franz und Irk bei ihrer Erstbesteigung zu zeigen. Die eindrucksvollen Bilder von Kameramann Erhard Seidel werden aber noch durch weitere, spektakuläre Blickwinkel ergänzt. Wir haben für die Kletteraktion einen eigenen Bergsteiger, der sich kameramäßig auch gut auskennt, den Matthias Aberer. Der klettert mit einer kleineren Kamera, mit hoher Qualität, mit den beiden Bergsteigern mit. Zweitens haben wir eine tolle Hubschrauberkameraaufhängung, die funktioniert in 5 Achsen stabilisiert. Ist ein wunderbares Gerät, um Großaufnahmen aus der Luft zu machen. Die beiden Ramsauer Bergführer und Cousins Albert und Hans Brugger fühlen sich im Gewand und in der Rolle von Franz und Georg Steiner sichtlich wohl. Bei so schönem Wetter wie es heute ist, ist eigentlich relativ gut klettern mit den Gewand. Man ist bewegungsbereit, eben durch die Unterhosen und durch die Lederhosen. Die haben ja damals nichts gehabt, nur die Wand und das bisschen Zeug, was sie mitgehabt haben. Also, wir haben noch allen Respekt vor der damaligen Leistung von den Steinerbuben. Gezeigt wird die fesselnde Dokumentation über diese Pioniertat der Steinerbrüder und den Dachstein am 26. September in ORF 2 als Erlebnis Österreich und am 11. Oktober auf Dreisat.